Hörst du mich jetzt besser? Jetzt höre ich dich, ja. Ah, okay. Okay. So, und dann gehen wir jetzt gleich los in den Start rein. Die Ampeln sind schon da. Genau, die Ampel geht an. Und wir werden schauen. Und da ist anscheinend schon was passiert. Und der Daniel hat sich auf alle Fälle schon mal verteidigen können und ist weiterhin auf Position 1. Ganz genau. Gefolgt von Chavez. Und da hinten könnte es gleich mal ein bisschen enger werden zwischen Julian Gierse und Patrick. Und lost. Oh, und da gibt es einen Crash. Ja. Bitby ist in den Patrick eingefahren, glaube ich. Das sah mir ganz klar aus wie ein Verbremser. Ja. Also ich werde jetzt einmal zurück in die Box gehen. Ja, ich auch. Und dann werden wir gleich wieder zum Julian Gierse switchen. Ja, natürlich sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, ja. Dave hat den... sehr gut dabei. Ja, Patrick ist gerade wieder dabei, genau, aufzuholen, ja, auf Platz 7 jetzt. Ich hoffe natürlich, dass bei dem Auffahrunfall keine Schäden am Auto. Ja, das ist zumindest relativ close. Gut, es funktioniert, sag ich jetzt einmal. Ja, ich gehe erstmal. Ja. Wird da vorne gerade ein bisschen gefightet hat, Julian Gierse gegen Chavez. Ganz genau, habe ich gerade eingeschaltet, ja. Chavez scheint, als ob er irgendeine Probleme hat da. Er fährt auf jeden Fall nicht die Zeiten, die er, beziehungsweise nicht annähernd die Zeiten, die er im Quali hatte. Genau, und ja. Julian kommt Julian jetzt, ja. Ja, ist innen, aber, okay, aber kommt nicht mit genug Tempo. Jarvis hat gut gekontert. Hat auf alle Fälle sehr vorsichtig die Kurven genommen, sag ich jetzt einmal. Absolut, ja. Muss natürlich jetzt auch aufpassen, dass der Losdien nicht von hinten kommt. Genau, ja. Daniel kann sich natürlich durch diese Duelle jetzt erstmal ein Stück weit absetzen. Oh, los, die probiert es jetzt in der Mobil 1 Kurve. Ah, aber das wird nichts. Ah, dadurch, dass sie da auf alle Fälle jetzt bekämpfen, kann der Daniel Hummel sie da vorne richtig absetzen. Ja, fast 2 Sekunden, das ist schon mal nach der ersten Runde völlig... guter Abstand. Ja. Patrick geht an Dave vorbei. Ist jetzt auf dem 6. Ja. Ja, und Santos auf Platz 5. Eben in der Quali letzter gewesen oder vorletzter, glaube ich. Und genau, so schnell auf dem 5. Platz. So schnell kann es gehen, ja. Und die abreißen lässt das ja nicht wirklich, also er ist noch dran und am Führungsquartett, sage ich jetzt einmal. Ja, fährt sich eher einen etwas größeren Vorsprung raus, aber Patrick wird natürlich von dem Tempo, was er gehen kann, relativ schnell wieder an dem Feld dran sein. Ja. Und Julian Gierse, der hat sich jetzt auch wieder an den Chavez rankämpfen können und ist jetzt schon wieder in Schlagdistanz. Ja, genau.
Ja, und so wie es ausschaut, ist das auch momentan der engste Kampf im ganzen Feld. Ja, ich schau gerade, wir sind gerade on board, konnten da aber sehen, dass der Julian extrem spät auf der Bremse war. Reifen haben blockiert, jetzt kommt er hier leicht ans Rutschen. Ja, er hat schon etwas Schwierigkeiten. Auf alle Fälle, ja. Ja, vor allem auch in der Moped 1 Kurve ist es wirklich verflucht schwierig, auch den wirklich richtigen Bremspunkt zu finden. Absolut, ja. Was wirklich schwierig ist, vor allem auch der Einlenkpunkt mehr oder weniger ist auch leicht, sag jetzt einmal, leicht blind. Sprich, man lenkt eigentlich fast blind ein in die Kurven. Ganz genau. Ja, vor allem ist natürlich auch wichtig zu beachten, bei Julian zum Beispiel, der fährt natürlich unheimlich aggressiv jetzt gegen Jarvis, was natürlich nicht unbedingt vorteilhaft ist für seine Technik, also wenn er immer am Limit fährt und versucht mit allen Mitteln da jetzt dran zu bleiben. Viele späte Bremsmanöver, natürlich machst du dir die Reifen damit nicht schöner. So ist es, ja. Ja, also herzlich willkommen auch der Miteigentümer von der F1 DTM Liga, Undertaker, herzlich willkommen. Ja, auch meinerseits ein herzliches Willkommen. Und so wie es jetzt momentan ausschaut, könnte jetzt der Santos sich langsam an den Losty rankämpfen. Ganz genau. Was mich hier gerade wirklich etwas verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, der Patrick kann momentan nicht wirklich auf die Spitze ausschießen, also der Abstand bleibt ungefähr gleich, hat aber von hinten ziemlich Druck. Dave, ja. Wenn er da nicht wirklich mal durch diesen Aufprallunfall, ja, vielleicht einen Schaden hat. Wir haben da gerade zwischen Julian hat gerade starke Probleme, so was schaut. Ja, hat ihn noch abgefangen, hat ihn aber noch abgefangen. Genau, hat jetzt zwei Autos mehr oder weniger vorbeilassen müssen. Und jetzt kommt der Konter. Ja, ganz genau. Ja, da ist ja gleich mal was richtig los, Herr. Okay, ihn hat er wieder, kommt hier weit raus, wird da eventuell, nein, schaut so aus, als wenn das gut gegangen ist. Ich hatte erst die Befürchtung, dass er zu weit rauskommt. Na, in der zweiten Kurve verbremst er sich auch wieder, der Santos. Mal schauen, wie das jetzt noch weitergeht da. Ja, der Daniel fährt da vorne seine schönen Zeiten, sage ich mal, hat jetzt gleich 4 Sekunden Vorsprung auf den Jarvis. Der Speedbee ist gerade an dem Dave vorbeigegangen. Ja, da wird es aber noch einen Konter geben. Genau, da gehe ich auch von aus. Ja, aber, ja, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Das wird eng. Okay, so schnell geht's. So schnell kann es gehen, ja. Dave ist hier von der Strecke, aber schon wieder drauf, hat dadurch aber eine Position verloren. Ah, und jetzt kein Arbeiter von der Strecke. Friedi hat ihn. Aber das Duell da vorne, Lossi gegen Julian, das wird noch interessant, wir sind wieder drauf. Julian ist ja relativ später Lossi. Ja, ganz genau. Julian hat aber eigentlich die bessere Linie jetzt, aber das reicht nicht, oder? Ja, das wird auf der langen Karte auf alle Fälle sehr eng. Und er setzt jetzt außen hin. Ja, jetzt ist er auch schon eben, jetzt wird es schwierig, sie zum Verteidigen auch. Ja, Losty hat aber in der nächsten Kurve eindeutig den Nachteil. Ja, den wird er sich jetzt. Na! Ja, wieder jetzt sehr vorsichtig. Später. Ah, okay. Verbremser von. Ja, ganz klar. Aber da kommt noch der Konter von Losty auf der Gegenkarte. Und auch das wird wieder funktionieren. Also Losty geht hier, ja. Kann man sie aber noch immer reinhauen.
Oh! Ah, da verbremst sich der Julian, das ist natürlich schlecht. Und da hat er natürlich auch gleich direkt eine Verwarnung gekriegt für das. Ja, natürlich, klar. Mein lieber Scholli, ey, was hier los ist. Aber das ist Rennen, das wollen wir sehen. Sowas ist natürlich spannend. Ist okay, Chuck. Wir werden das berücksichtigen. Die Speedbee. Bitte? Ist ja, Speedbee ist ja auch ein weiblicher Fahrer. Oh, sorry, sorry. Das wusste ich bis eben nicht. Dann wollen wir die doch gleich mal einblenden. Geht auch hier an Santos vorbei, beziehungsweise ist an Santos vorbei. Genau, ja. Santos allerdings. So wird Probleme gehabt unter Santos, ja. Ja, fällt immer weiter zurück. Ja. Zwischen Losti und Julian Giersi wird es immer enger. Jetzt hat sich der Losti schön verbremst in Kurve 2. Ja, Julian nutzt das natürlich, aber. Ja, hier ist viel zu weit raus. Aber jetzt kann er sich hinten dranhängen und mit viel Glück ein bisschen Windschatten holen. Das wird er auch tun, aber er macht eine Kampflinie von Losti. Ja. Aber zulässig. Aber es reicht auch hier wieder nicht. Na, wobei. Ja, das ist echt ein sehr guter Kampf momentan. Absolut. Also mehr kann man hier gar nicht bieten. Naja, jetzt ist Julian vorbei. Ja, jetzt wenn er jetzt alles richtig macht, bleibt er fahren. Ah, aber er verbremst sich. Ja, es verbremst sich wieder in der gleichen Kurve, ja, ganz genau. Ja, die zwei bekriegen sie doch richtig und der Patrick kommt jetzt natürlich auch immer näher dadurch, ne? Klar, Patrick allerdings natürlich auch großes Lob, wieder auf fünften Platz und vor allem dicht an den dritten und beziehungsweise vierten und dritten Platz rangefahren. Wahnsinn. So, wir gehen mal bei Julian ins Auto und schauen mal, ob wir jetzt so eine Action vielleicht eventuell nochmal aus der Onboard-Perspektive sehen können. Und Santos scheint wirklich wieder ein Problem gehabt haben, weil der hat jetzt in Dave und in Bayern gehen wir vorbeilassen. Oder zumindest hat irgendein Problem gehabt. Immer war klar wieder. Ah, der hat gräbere Probleme, der Santos. Der hat jetzt in der Sachskurve mal wieder einen Rutscher gehabt. Es scheint so, als ob die Reifen schon langsam den Geist abgeben werden. Ja, sieht auch bei Julian echt so aus, als wenn er. Ja, er ist später auf der Bremse als Losti. Das sieht man ganz klar jetzt in der Onboard, aber die Reifen scheinen wirklich stark abzubauen. Ja. Weil mittlerweile haben wir jetzt auch schon einen Dreikampf aus dem Zweikampf gedreht, ne? Ganz Patrick genau, den Patrick sehen wir hier im Onboard-Rückspiegel quasi. Beide bremsen relativ spät. Ja, Patrick ist in und trifft ihn Kontakt. Ah, das ist natürlich jetzt ein blöd. Aber jetzt kommt Speedbee vorbei und ist ja natürlich, klar, das ist sau ärgerlich, das ist wirklich sehr ärgerlich, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist. Da, jetzt ist halt die Frage, bleibt der Patrick, ja, er macht auf alle Fälle langsam. Josef kommt wieder auf die Strecken zurück. Patrick wird ihn vorbeilassen, definitiv. Ja, also er macht auf alle Fälle sehr langsam jetzt. Da wird Julian jetzt von hinten ankommen, ja, ganz klar. Genau, natürlich mit dem Messer zwischen den Zähnen, ganz klar. Das ist natürlich unheimlich ärgerlich, wenn du ja um den dritten Platz quasi kämpfst und auf einmal wieder Siebter bist. Ja. Aber trotzdem fair von Patrick, ihn hier vorbeizulassen, wie sich das gehört. So ist es, ja. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es sau ärgerlich ist. Ja, vor allem wenn man wirklich um Position 3 mitkämpfen hat können, ist das jetzt wirklich verflucht ärgerlich. Vor allem absolut. Jetzt der Abstand zwischen Losti und die Speedbee ist natürlich auch jetzt enorm, sage ich jetzt einmal, für die Verhältnisse, was wir gehabt haben. Ne? Also knapp 10 Sekunden oder was das sind. Ne? Absolut, ja, wir gucken hier jetzt gerade zu. Sie fährt brav ihre. Hier aber verbremst. Ja, sie fährt aber konstante Zeiten, so das, was wir so sehen konnten. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass sie sich auf Platz 3 ranschieben oder an Platz 3 ranschieben kann, aber ja, nach hinten hat sie fast 5 Sekunden Luft oder 4 Sekunden. Genau, ja. Von daher, ja, warum nicht?
konstante Fahrweise kann sich auszahlen. Wobei man da dem Julian natürlich absolut keine Schuld zuweisen kann, der. So ist es, Sir. Es ist in der Situation wirklich, sag ich jetzt einmal, blöd gelaufen. Vor allem auch, weil der Patrick sich da wirklich mehr oder weniger eingezwängt hat in die Kurven. Weil einfach der Julian auch die Kurven ein bisschen weiter genommen hat. Und da sehe ich jetzt auch gerade, der Julian ist gleich nochmal abgeflogen jetzt. Also die ist mir ohne Fremd verschulden, wieder in der gleichen Kurve diesmal. Und jetzt hat er sich aber seine Hinterreifen komplett abgehaucht. Ja. Also ich jetzt lässt die Konzentration nach so einer Aktion natürlich nach und Frust sitzt tief, wirst mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren und versuchst jetzt irgendwie wieder nach vorne zu kommen. Ja, und dann kommen die Fehler, ne? Genau, ja. Vor allem würde ich jetzt in Julian auch raten, vielleicht jetzt an die Box zu gehen, die Reifen mal zum Wechseln und da einfach mal schauen, wie weit komme ich dann jetzt noch vor, weil frischere Reifen hast du ja danach, dass du dann einfach wieder schneller bist und dir auch wieder rankämpfen kannst an das ganze Feld, sage ich jetzt einmal. Und danach kann man immer noch schauen, wie weit komme ich dann wirklich noch vor. Ganz klar, natürlich mit neuen Reifen kannst du hier eindeutig mehr beschicken als mit runtergefahrenen bzw. ja, Bremsplatten oder ähnliches. Und das macht der Julian, ja. Der fährt jetzt an die Box. Wir gucken gerade dem Daniel zu, der hier bis jetzt seine souveränen Runden ableistet. Und da hat er. Der hat. Okay. Der Julian hat anscheinend eine Strafe gekriegt. Jetzt hat er durch. Zu schnell in die Box gefahren, oder? Ja, so ist es ausschaut. Also er hat jetzt die Durchfahrtsstrafe mehr oder weniger antreten, auch gleich direkt. So wie es ausschaut, muss er dann jetzt noch und noch mehr an die Bock. Das ist natürlich doppelt ärgerlich, sag ich jetzt einmal. Absolut, das ist ja klar. Durch ich sag mal, kann man ihm das die Schuld zuweisen? Die Strafen, klar, hat er kassiert. Eventuell durch Cutten, zu starke Schneiden der Kurven oder eben halt zu weites Rauskommen aus dem Kurvenausgang, beziehungsweise vielleicht auch durch Dreher, das weiß man nicht. Genau, ja. Die Strafen. Ich glaub eher, dass es wirklich hauptsächlich gekriegt hat, aufgrund dessen, vielleicht, dass er einfach schnell in die Box reingefahren ist. Kann durchaus sein, ja, klar. Ja. So, also, Jarvis fährt fast die gleichen Zeiten wie Daniel. Ah, ist annähernd gleich schnell, kann man geschossen haben. Die 6 Sekunden bleiben relativ stabil. Genau. Und beide haben eigentlich von ab dritten Platz abwärts nicht wirklich was zu befürchten. Aber ein Dreher oder ähnliches, eine Strafe. Genug bestraft. Auf alle Fälle, ja. Okay. Ja, wie eben schon angesprochen, Julian fährt jetzt wieder in die Box. Dieses Mal scheint das auch ohne Strafe geklappt zu haben. Wird jetzt seinen Boxenstopp ableisten und mit frischen Reifen versuchen, vielleicht doch durch Fehler anderer oder eben halt auch durch Ausfälle oder ähnliches noch etwas an Punkte mitzunehmen. So ist es, ja. Vor allem, was ich jetzt gerade gesehen habe, er hat es wirklich geschafft, mit dem Neutralgang in die Boxengasse einzufahren. Also mit dem Neutralgang in den Stand einzustellen. Ja, was natürlich sehr vorteilhaft ist, ne? Ja, auf alle Fälle, ja. Könnte natürlich auch daran liegen, dass er vielleicht mit der Kupplung einfährt. Klar, genau, das ist natürlich auch durchaus möglich. Daniel wird ihn jetzt überrunden, beziehungsweise... Genau. Chavez hat er mit Zagrad überrundet. Ganz genau. Und auch Losty. Also es schaut auch so aus, als ob er seine kompletten Autoschäden auch gleich mit reparieren lässt. Ganz genau, also wenn er nicht ausgerechnet das Tanken angeklickt hat, dann wird er durchaus ziemliche Schäden am Auto reparieren müssen, weil die Standzeit ist nur für Reifenwechsel eigentlich viel zu lang. Ja, ist viel zu lang, ja. Wird jetzt auch wirklich schon fast vom kompletten Feld überrundet.
Ja gut, da wird nicht mehr viel zu holen sein, aber mit Platz 10, ja, ist natürlich kein Trostpflaster für, oder zu, kein Vergleich zu Platz 4 oder 3. Aber ja, eventuell noch den Punkt mitnehmen und dann im zweiten Rennen nochmal wirklich aufdrehen und hoffen, dass es besser klappt. So ist es, ja. Aber im Grunde genommen hat sich das Feld jetzt eigentlich ziemlich auseinandergeklebt. Oder ist sehr auseinandergefahren wieder. Genau, Zweikämpfe sind nicht zu erwarten momentan. Dann schauen wir mal nach, wann die ersten Boxenstops sie wirklich anbahnen werden. Weil wir werden jetzt auch langsam zum zur Hälfte des Rennens kommen. Da wird es dann halt schauen, wer wird den ersten Boxenstopp jetzt auch wirklich machen. Ja, ganz genau, klar. Ja, und also schon, der Julian steht noch immer in der Box. Ja, das ist das zweite Mal. Das ist, ich sage mal, das Rennen kann man vergessen jetzt. Auch. Klar, also wenn er überhaupt das Bedürfnis hat, noch wieder loszufahren. Also ich denke mal, dass er einfach vielleicht auch das Rennen abhakt. Also. Ja. So sieht es für mich so aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, na, hat da gerade einer. Sieht für mich nicht danach aus, dass er überhaupt noch weiterfahren wird jetzt. Weil auch mit Schadenreparatur wäre das eine extrem enorm lange Standzeit. Auf alle Fälle, ja. Naja, dann wollen wir uns halt wenigstens dem fahrenden Feld widmen. Absolut. Ich bin jetzt gerade bei dem Daniel drin und ja, der Abstand wird etwas kleiner. Natürlich nicht viel, aber etwas kleiner. Das ist natürlich die Frage, liegt es an den Reifen? Liegt es daran, dass er Tempo rausnimmt? Liegt es daran, dass Jarvis einfach bessere Zeiten momentan fährt? Das konnte ich jetzt noch nicht genau beobachten, aber ich bin fest der Meinung, dass der Daniel in den nächsten zwei, drei Runden, denke ich mal, in die Box kommt. Ja, also es schaut auf alle Fälle danach aus, als ob der Jarvis wirklich ein bisschen Druck ausüben kann und einfach, lassen Sie, sie wenigstens zumindest ein bisschen Raum kämpfen kann. Ganz genau, ja. Aber auch der Julian auch meint auch, dass er eventuell auch zu einem Statement hochkommen kann. In dem Fall weiß ich nicht, was jetzt bei ihm noch Sache ist, ob er jetzt wirklich hochkommen kann oder irgendwas. Das lassen wir eher mehr oder weniger selber entscheiden. Klar, natürlich. Vielleicht in der Pause, sage ich jetzt einmal. Ne? Er kann natürlich gerne zum Live-Statement hochkommen, wenn er möchte. Kann natürlich auch warten bis zur Pause. Oder ja, nach dem Rennen, das kann er sich aussuchen. Also, ich bin für alles offen, er kann gerne reinkommen hier. Ja, also auf alle Fälle, ja. Ja, jetzt schaut es so aus, als ob der Daniel wieder kontern hat können und hat schwupps wieder seine 6 Sekunden Vorsprung wieder anerkult, ne? Ja, sogar noch mehr als vorher. Oh, da ist der erste Boxenstopp. Oh, also ja, der erste gewollte Boxenstopp, denke ich mal, und zwar genau Patrick. Patrick hat es in die Box gestellt, dadurch ist natürlich der Dave jetzt an ihm vorbeigegangen. Genau. So, wir sind da jetzt gerade reingekommen. Herzlich willkommen und hallo. Julian. Ah, grüß dich, Julian. Moin, Julian. Was ist los? Erzähl mal, was ist passiert? Habt ihr das im Chat mitgekriegt, dass Losty mir geschrieben hat, dass ich einen 1300 Ping hätte? Ich hatte auf jeden Fall zu Qualifying Ende einen Ping von über 1300. Hab dann eben schnell mal PC neu gestartet, ich kam wieder rein, war noch etwas über eine Minute vielleicht. Alle Apps weg, alles weg. Ja, dann in der Schnelle das falsche Setup geladen, also ich hätte da eh nicht durchfahren können, weil es mir vom Sprit her nicht reichte. Okay. Ich hatte, glaube ich, 35, 40 Liter mit. Das reicht vorne und hinten nicht. Na, das weiß ich leider nicht aus, gar nicht. Und ich sag mal, ich hätte jetzt keine Reifeninfo. Ich habe jetzt noch eben geschafft, dass ich mir die Realtime-App und die Helikorse anmache. Ja, und dann ging es auch schon das Rennen los, also von daher. Ja gut, okay, ja. Hab mich gefreut über den Zweikampf mit Losty, der war geil. Absolut, klar, das können wir auch bestätigen. Ja, hat uns das sehr gefallen. Wart ihr da drauf, oder was? Ja, sicher. Wir waren fast nur da drauf. Also das waren 4, 5, 6 Runden, glaube ich, wo wir da konstant drauf waren und hier schwitzen angefangen haben. Ich fühle mich, als wäre ich gerade irgendwie aus dem Blut gekommen, so nass.
Ja. Aber da haben wir Spaß gemacht. Ja, also für uns auch. Natürlich schade, vom hohen Ping können wir jetzt nichts bestätigen. Also ich hatte jetzt kein Gefühl, dass du irgendwie eine schlechte Verbindung hattest. Das Auto ist genauso gelegen wie die anderen auch. Also es war jetzt nicht so, dass es am Rumspringen war oder so. Genau, ja. Also ich habe gar nichts mitgekriegt davon. Also hätte ich jetzt auch gar nicht vermutet, dass es da irgendwie dran gelegen hätte oder so. Tja. Ich habe jetzt die letzten 5 Minuten vom Qualifying, wollte ich nochmal eine Runde raushauen. Da habe ich auch schon gemerkt, dass es halt vom Ping nicht besser bin, ich jetzt hier die lange Gerade. Ich werde da schrecklich okay. nicht ein. Hast du irgendwas nebenbei herlaufen oder irgendwas vom Internet? Nee, ich habe alles ausgemacht. Okay. Das war dann halt auch, sage ich mal, jetzt dann für eine Minute weg oder sowas, also komplett weg. Okay. Und dann halt, das war aber dann zum Glück in der Zeit, wo ich den PC eh aus hatte und der RK da auch neu hochfuhr. Von daher passte das dann ganz gut. Aber gut, Rennen 1 vorbei, mache ich einen Haken dran. Jetzt gucke ich gleich, dass ich das Setup für Rennen 2 mache und dann. Genau, ja, bitte nochmal genau dasselbe wie in Rennen 1. Von der Action her, dann sind wir völlig glücklich und zufrieden. Auf volle Fälle, ja. War wirklich ein toller Zweikampf, absolut. Ich habe irgendwie echt gewundert, dass ich so gut wegkam, weil in den anderen Rennen hatte ich immer so beim Start so hier und da so ein kleines Problemchen. Aber ich konnte jetzt am Start, glaube ich, jetzt, wer war vor mir? Patrick? Der Losti war vor dir und konnte war der Patrick. Ja, Losti war hinter mir. Zwischen dir. Auf jeden Fall habe ich den weißen BMW vor mir überholt, das habe ich schon sehr gefreut und da habe ich voll Panik gekriegt in der ersten Kurve. So, jetzt das haben wir auch gemerkt, also dass du sehr zurückgezogen warst. Ja. Ja gut, dann lieber 2 Reitplätze verlieren, als jetzt irgendwo mit einem kaputten Hintern in der Ecke stehen. Ganz klar, ja. Hast du einen dollen Schaden davon getragen, als der Patrick dir hinten raufgefahren ist? Also, nee, gar nicht, war gar nicht der Patrick, ne? Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Info. Der Patrick. War doch der Patrick. Ja, also es war gerade direkt in den... Ja, klar, genau. Da ist der Patrick dann von hinten gekommen und hat im Prinzip mehr oder weniger die Innenbank gewählt und wollte eigentlich noch eine quetschen, sag ich jetzt einmal, ne? Und ja. Ja. Ist natürlich sehr blöd gelaufen alles. Nach dem Dreher, ich war für mich eigentlich schon gelaufen, hab noch probiert, aber ja, dann guckt hier auf den Tank, ja, dann hatte ich noch irgendwie 24 Liter drin und das reicht einfach vorne und hinten nicht. Na, ja, es war halt schwierig geworden, ja. Du hättest es so probieren können, wie es der Chuck damals probiert hat. Mit viel Kupplung drücken und wenig Gas geben. Und wir sehen jetzt auch gerade, damit wir zum Rennen noch was sagen können, der Chavez, der momentan den Führer, der geht jetzt an die Box. Genau, hat 18 Sekunden Vorsprung circa auf Losti. Ja. Und wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen, dass 26 Sekunden Vorsprung vor Daniel, der vor ihm in der Box war. Genau, ja. Das könnte mal ein ganz knappes Ding werden. Das denke ich auch. Und Losti ist jetzt vorbeigegangen. Schau mal, Daniel kommt gerade. Daniel, ja, der wird auch vorbei. Ja, ganz klar. Er fährt jetzt los, ja, ganz genau. Daniel auch wieder vorbei. Holt sich sogar, so wie es aussieht, noch etwas mehr Vorsprung als vor dem Boxenstopp. So ist es, ja. Das war das, was ich angesprochen habe gehabt, ne? Mit frischen Reifen kannst du einfach viel mehr Speed rausholen aus dem Ganzen und kannst ja wieder ein bisschen mehr Luft verschaffen, sag ich jetzt einmal. Also da ist auch genau, immer, ja. Der erste Stop ist meistens auch immer wirklich, sag ich jetzt einmal, der gut werden. Ja, interessant wird es natürlich jetzt mit Losti gleich, wo er sich nach seinem Boxenstopp einreiht. Momentan natürlich erster, weil er noch nicht in der Box war. Genau. Aber das wird, denke ich mal, auch gleich geschehen und dann mal schauen, wo er rauskommt, ob er sich zwischen Daniel und Jarvis einrennen kann oder ob es doch dahinter wird. Ja. Vor allem wird es jetzt halt noch spannend, weil die Speedbee scheint jetzt auch so aus, also ob sie sich auch wirklich zubekämpfen könnte an ihrem. Ja, Maria ist keine langsame Fahrerin. Also das ist. Ja, bis eben wussten wir noch nicht mal, dass es eine Dame ist. Ja, also ich schon. Okay. Was das ist. Okay. Ich bin da jetzt mit Skippy schon einige Rennen gefahren in verschiedenen Klassen. Und das war eigentlich immer so mehr oder weniger ein Duell auf Augenhöhe. So, Lossi geht rein. Ja. Und der Daniel Hummel ist da schon direkt hinten, also da wird ziemlich trotz, ganz genau, trotz Boxenstopp ist er direkt hinter ihr.
Chavez ist jetzt auch vorbeigegangen an den Lost. Und ich schätze auch, dass der Patrick wird sich auch vorbeischlängeln noch. Ja, ich weiß nicht. Oder? Nee, ich glaube nicht. Nein, das geht sich nicht aus. Nein. Aber der Lost ist schon wieder am Weg nach draußen. Genau. Aber Patrick hatte, ich glaube, circa 10 Sekunden Rückstand auf Losty. Das sieht mir fast aus, als wenn es mehr geworden ist. Ja, also es hat auf alle Fälle den anscheinend als wirklich mehr. Oh ja, eindeutig. Patrick ist jetzt 12 Sekunden ist er circa hinter. Ah, sogar mehr. Ja, lassen wir noch mal ein paar Minuten bzw. ein paar Runden die Speedbee im Bild auf Platz 1. Die ersten Führungsrunden im ersten Rennen, auch nicht schlecht. Ganz genau. Aber der Daniel ist schon wirklich, wirklich sehr knapp dran an ihrer. Ja klar, 4,5 Sekunden ist natürlich nichts und wenn man weiß, dass sie noch in die Box muss, dann ist es natürlich, ja. Aber sie bleibt noch weiter draußen. Sie probiert es auf alle Fälle aus. Naja, solange die Reifen das mitmachen, klar, warum nicht? Ich meine, 13, ja. Fast 14 Minuten noch zu fahren, das kann sich natürlich auch auswirken, wenn ihre Reifen so perfekt funktionieren, warum nicht? Genau. Vor allem kann sie ja dann zum Schluss wieder gut kommen, weil sie einfach die frischesten Reifen hat. Ganz genau, ja. Kann natürlich auch gute Taktik sein von ihr. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Los, sie geht wieder in die Box. Oh. Aha. Ah, der Losty tut da Durchfahrtsstrafe antreten. Ja, ganz genau. Fährt durch. Und jetzt kommt der Patrick. Jetzt kommt der Patrick, ganz klar. Jetzt kommt der Patrick mit sehr viel Schwung von hinten an. Und es reicht nicht. Nein. Aber er ist auf jeden Fall dran und in der DRS-Zone mal gucken, ob das was bringt, ob er da rankommen kann. Aber wenn man so ein Fahrzeug vor sich hat, zieht das unheimlich, als wenn man jetzt irgendwie alleine vor sich herfährt. So ist es, ja. Vor allem kriegt man dann auch den Ehrgeiz, denjenigen zum Schnappen, den hole ich mal. Ganz genau, ja. Ja, das zieht, das ist wirklich... Was aber auch der Nachteil ist, wenn du jetzt wirklich umfassend im Kofferraum deines Vordermanns sitzt, dann deinen Bremspunkt zu finden, beziehungsweise den Bremspunkt, den jetzt dein Vordermann fährt, und dann halt den Bremssack mit einzubringen, ihn dann nicht hinten drauf zu klatschen. Ganz genau. So, Speedbee ist jetzt in der Box. Daniel natürlich vorbei. Jarvis wird auch jetzt vorbeigehen. Und auch Losty wird, denke ich mal. Nein, ich glaube, Losty wird es nicht schaffen, weil der ist ja mit seiner Durchfahrtsstrafe relativ weit hinten und ich glaube, die Speedbee wird das auf alle Fälle schaffen. Ja, stimmt. Also es wird auf jeden Fall, wenn die sehr... Na, ich weiß das nicht, ob das reicht. Losty kommt jetzt in die letzten Kurven. Ah, Speedbee fährt jetzt wieder los. Ja, das geht sie aus. Losty und Patrick kommen jetzt erst wieder. Ah, das wird aber eng, das. Losty und Patrick haben jetzt die Stadt Zügrad. Ja gut, doch, das ging relativ locker aus, ja. Ja, denn trotzdem, dritter Platz. Das erste Rennen schon mal wirklich sehr gut, sage ich jetzt. Alles gut gemacht. Chavez zum Beispiel ist auch in seinem ersten Rennen heute und ist auch wirklich gut dabei, sage ich jetzt mal, mit dem zweiten Platz. Klar, natürlich. Super eingekämpft, ne? Und mit 5 Sekunden hinter Daniel auch noch absolut im Schlagdistanz, weil, wie gesagt, so ein Verbremser, so ein kleiner Quersteher oder Dreher kann natürlich 5 Sekunden schnell kosten und dann ist er dran. So ist es, ja. Momentan der engste Kampf ist zwischen Patrick und Losty. Also die sind wirklich in Schlagdistanz Nähe, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, jeder kleine Fehler irgendwas kann jetzt schon bedeuten, dass der Platz flöten geht.
dem Zweikampf gerade mal mit Glossy und mir, fandet ihr meine Fahrweise zu aggressiv? Oder hat das gepasst? Hat schon passt, das war schon okay. Aggressiv kann man sowieso nicht sagen. Also klar, man hat natürlich gesehen, dass du dich auch öfters verbremst hast oder natürlich Losty auch. Aber das ist ganz genau. Solange das fair ausgeht und sich da keiner gegenseitig irgendwie in die Karre fährt, finde ich das immer fair. Also aggressiv muss man schon irgendwo sein, sonst kommt ja, man halt vorbei. Ganz genau, ja. Ja, Vierter oder Fünfter, das ist jetzt echt interessant, also. Ja, es ist momentan wirklich zurzeit wirklich der spannendste Kampf auf dem Feld. Ja, ganz klar. Wobei die Speed BA so ausschaut, als ob sie mit den Eigenreifen nicht so klar kommt. Ja, die verliert auch an Boden vor die zwei. Fährt auch absolut nicht die gleichen Zeiten wie vorher. Also das genau, ja. Ist offensichtlich, aber. Oh, so wie es ausschaut, ist der Bayern Gamer jetzt raus aus dem Rennen. Ich hab da gerade ein DNF neben stehen. Ja, ganz genau, ist raus. Allerdings weiß ich nicht warum, hab keinen Unfall oder ähnliches mitbekommen. Mit seinem Internet vielleicht wieder zusammen. Ja, ganz genau. Ich denke auch, dass er, weil der, ja, jetzt, er ist auch nirgendwo, außer links in der Liste ist er nirgendwo mehr. Also ich sehe ihn auch nirgendwo stehen in der Box. 9 Minuten vor Rennende, das ist richtig da. Ja, klar, weil er öfter so eine Probleme auch hat, ne? Ja. Leider. Vor allem auch das Bärm ist wirklich wir wissen nicht genau, woran das liegt, aber so wie es ausschaut, kann man immer nur ein Rennen wirklich komplett beenden. Ja, aber es hat schade, also der erste Audi ist ja schon im Training durch technische Probleme ausgefallen. Jetzt ist er durch technische Probleme ausgefallen auf dem Audi. Genau, und der erste. Der Santos ist auch raus. Mercedes ist jetzt auch raus, genau. Allerdings auch ohne Infos, also keine Ahnung, das war jetzt nicht durch Unfall oder ähnliches. Genau. Weil ich habe die beide immer ganz gerne im Rennen dabei, zumindest alle haben die Fahrer, weil es halt einfach eine schöne Ergänzung ist zu den ganzen BMW Mercedes-Feld. Naja, allgemein klar, ich meine, auch wenn die sich im hinteren Drittel irgendwie bewegen, sind sie aber immer für, ja, die fahren halt auch ihr eigenes Rennen, ne? Und das ist absolut gut zu sehen, wenn die dabei sind, und natürlich immer ärgerlich, wenn die wegen so einem Scheiß ausfallen, ne? So ist es, ja. Der Abstand zwischen Losty und Patrick wird auf jeden Fall etwas größer. Ja, genau, das liegt daran, über dass der Patrick in der letzten Kurve, in der Nordkurve ist das glaube ich gewesen, leider ein bisschen verdauen hat und ein bisschen weit rausgekommen ist als der Losty. Okay. Ja, die Speedbee muss natürlich jetzt versuchen, die letzten 7 Minuten irgendwie über die Zeit zu bringen, um den dritten Platz zu sichern. Das wäre natürlich überragend im ersten Rennen hier. Auch als Frau natürlich, klar, soll natürlich jetzt nicht heißen, eine Frau schafft das nicht, aber es ist meiner Meinung nach dann... Es ist selten, es ist selten und es ist viel wert, ganz genau. Ja, ganz genau. Das muss man dann auch schon loben, genauso wie man es in Liga 1 bei der Aileen machen kann. Absolut Respekt vor den Zeiten, die sie fährt. Auf alle Fälle, ja. So, Santos und Bayern Gamer sind wieder zurück. Ah, Dave ist hier gerade, ja, ganz genau, ist hier gerade im Bild. Und Bayern Gamer geht zurück aufs Rennen mit plus 2. Auch Santos ist in der Box, wird wahrscheinlich nicht mehr neu starten, denke ich mal. Der wird wahrscheinlich in der Box stehen bleiben. Somit wird Bayern Gamer, wenn er zu Ende fährt, noch auf Position 8 fahren. Ganz genau, was natürlich für die Punkte wichtig sein kann. So ist es, ja. Ja, hier Friedi ganz selten im Bild gehabt bis jetzt, was natürlich sehr schade ist. Wir wollen natürlich viel mehr durchswitchen, aber wenn dann so ein Zweikampf wie zwischen Julian und auch Losty ist, dann kann man da natürlich nicht von weg. Aber deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen... Patrick sitzt sich gerade neben Losty. Ah, da müssen wir doch nochmal schnell hin. Ja, was man natürlich auch nicht von der Hand weisen kann, ist, dass der Chavez jetzt so mächtig Druck auf den Führenden macht.
Wollte ich gerade sagen, also entweder wirklich, ja, wobei das für mich eher so aussieht, als wenn der Daniel ein bisschen Tempo rausnimmt, weil eine 1,43 ist normal nicht die Zeit, die für ihn typisch wäre, ja. Ganz genau, also das, aber trotzdem, der Jarvis fährt konstante, schnelle Zeiten und hat somit nur noch 3,8 Sekunden Rückstand. Ja, trotzdem mehr oder weniger 2 Sekunden oder, ja, 2 Sekunden kann man sagen, hat er eigentlich wieder aufgeholt. Ganz genau. Das sieht so aus, als ob der Daniel vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hat. Ja, das muss man natürlich jetzt beobachten, aber knappe 5 Minuten bis Rennende. Wenn Daniel jetzt keinen Fehler macht, glaube ich nicht, dass der Jarvis ihn noch 3,8 Sekunden abnehmen kann. Und Losty hat einen Fehler? Ja, genau, Losty hat einen Fehler. Patrick innen. Jetzt ist er vorbei. Wird natürlich jetzt. Bremst aber viel zu vor. Ja. Aber ist trotzdem noch innen. Beide sehr vorsichtig und Patrick nutzt es natürlich aus. Dann ist jetzt vorbei auf Platz 4. Hat sich denn Losty noch geschnappt? Also ich frage nur, wann und ob Losty kontern kann. Ja, komischerweise. Ja, ich weiß es nicht. Aber komischerweise muss man jetzt mal wirklich die, oder man muss jetzt wirklich mal die Zeit beobachten, ob der Patrick. Ah, da kommt der Konter. Ja. Losty natürlich jetzt in der auf der inneren Seite im Vorteil und geht natürlich vorbei, aber. Ja, ist vorbei, ja. Ja, natürlich schnell gekontert, ja, absolut. Jarvis fährt eine 1,40883. Alter. Macht mächtig Druck da vorne, also es scheint wirklich so, als wenn er Daniel wirklich die Zeit abnimmt. Daniel im Hintergrund gerade zu sehen, hat sich auch verbremst, so wie es aussah, beziehungsweise die Reifen standen. Ja, der macht auf alle Fälle Druck auf dem. Das waren jetzt 3-4 Zehntel fast das, was er jetzt schneller war als die schnellste Runde von Daniel selber. Ganz genau. Und Losty und Patrick, das will einfach nicht aufhören. Ja, 2 Minuten 40 kommen auf der Uhr. Das könnte noch richtig spannend werden da. Oh, Santos, schau es auch schon, hat auch wieder die Runde aufgenommen. Ganz genau, dadurch wird Bayern Gamer logischerweise 9. bleiben. Genau, ja. Na. 2 Minuten können, wenn es um so eine enge Platzierung geht, natürlich unheimlich lang sein. Das ist auf alle Fälle, ja. Die Frage ist jetzt natürlich jetzt auch, wie sehr powerst du die bei Rennen 1 aus und wie ist dann die Kraftanteilung für Rennen 2? Ganz genau, klar, das spielt auch eine große Rolle. Was hier noch kurz mit reinzuwerfen ist, was absolut zum Vorteil für die Speedbee ist, dieser Zweikampf, da verlieren sie natürlich Zeit auf die Speedbee. Die kann sich natürlich dadurch wieder ein Stück weit out absetzen, weil sie freie Fahrt hat und die beiden sich hier die Zeiten quasi selber kaputt machen durch diese Zweikämpfe. Von daher ist ihr dritter Platz eigentlich kaum noch in Gefahr, wenn sie keinen Fehler macht. Genau, ja. Fährt ja, allerdings. Der Hummel hat, oder der Daniel hat jetzt auch ein bisschen kontern können und hat jetzt auch eine neue Bestzeit gefahren mit 1,49,9. Ja. Ah, 1,40,9, so, nicht 49. Wäre ein bisschen. Neue Bestzeit. Oh, wie. Ja, also die zwei sind zurzeit wirklich auf dem gleichen Level. Was halt wirklich dazu gesagt werden muss, ist einfach auch das, dass der Daniel wirklich mit 48 Kilo eigentlich mehr fährt als der Jarvis zu dem Zeitpunkt jetzt. Auch. Ja klar, natürlich. Ich werde jetzt auch mal auf den Führenden hier bei uns gehen, auf Daniel mal ein bisschen mit der Kamera bleiben in den letzten 30 Sekunden.
Wenn ihr noch was Spannendes da habt, dann sagt mir gerne Bescheid. So ist es, ja. Ja, ich guck gerade Lossi zu, dass sich ja Patrick gerade einen Fehler geleistet. Hat jetzt Lossi so ein kleines schönes Puffer gekriegt. Oh. Lang, weit raus gewesen. Daniel sehr weit raus gewesen. Auf alle Fälle eine Verwarnung geben. Ja, ich wollte gerade sagen, Verwarnung. Ich hoffe nur eine Verwarnung, weil jetzt noch eine Durchfahrtsstrafe in der letzten Runde, das wäre, ja. Ah, ist die vorletzte Runde. Oder vorletzte Runde, das wäre. Du musst noch eine Runde fahren. Abstand wird aber nach wie vor wieder etwas geringer. Jarvis macht echt mächtig Druck und kommt immer dichter. Aber ich glaube jetzt wird sie da nicht viel tun. Jetzt kommt man auch gleich in die letzte Kurve, in die letzte Runde rein. Und dann ist das, glaube ich, wenn der Daniel dann keinen Fehler mehr macht oder irgendwas, sage ich jetzt einmal, ist das eigentlich durchfahren. Doch, das sollte eigentlich, ja, jetzt hat er auch schon wieder 3,5 Sekunden, also in der Regel sollte das eigentlich vollkommen reichen. Aber selbst beim Anbremsen kann natürlich das Auto ausbrechen oder ähnliches. Das kann so schnell gehen. Aber jetzt in der letzten Runde glaube ich nicht, dass er da ist er so abgeklärt, das sollte er eigentlich sicher nach Hause fahren. Ja. Ja, also, Abend auch dir, Maxim. Läuft eigentlich ganz gut. Und ja, also, das erste Rennen ist jetzt so gut wie eigentlich vorbei. Aber du kannst ja noch zum zweiten Rennen nochmal dazukommen. Dann kannst du das komplette Rennen sehen. Patrick, ist am Losti dran. Da sitzt Lossi praktisch schon im Kofferraum. Ah, das könnte jetzt in der letzten Runde wirklich nochmal. Ja, ich bin rübergegangen. Mal schauen, ob es den Angriff gibt jetzt auf der langen Geraden. Ich kann mir gut vorstellen. Von der Linie her, kommt weit raus, ja, schafft er. Ja, doch von der Linie, die er gefahren ist, sieht es dann auch aus, als wenn er besser weggekommen ist. Allerdings. Er wird nichts mehr versucht lassen. Spätestens beim Anbremsen wissen wir mehr. Bleibt länger auf dem Gas, aber es reicht nicht. Das ist echt schon ein bisschen knapp geworden. Aber durch den Verbremser hat er natürlich jetzt viel Zeit verloren. Klar. So, Daniel fährt jetzt über die Start- und Ziellinie und gewinnt das erste Rennen am heutigen Tag. Mein Glückwunsch. Ja, auch meinen Glückwunsch. Jarvis mit starken zweiten Platz. Auf jeden Fall. Und die Speedbee ist auch auf dem Weg zum dritten Platz in ihrem ersten Rennen. Sehr stark gefahren, ja. Allerdings noch nicht ganz durch. Aber Drehzahlen von dem Fahrzeug sehr gering. Also das sieht mir wirklich danach aus, als wenn sie das jetzt sicher nach Hause fährt. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Ja. Ganz genau. Und Losti und Patrick noch zurückkommen. Und ist jetzt vorbei. Jetzt dritten Platz sicher nach Hause gefahren. Super Leistung fürs erste Rennen. Lossi und Patrick natürlich auch ein super Zweikampf zum Schluss noch und vierter und fünfter Platz. Ah. Der Friedi fährt seinen sechsten Platz mit wichtigen Punkten nach Hause. Und der Daven und der Santos, die folgen. Auch Bayern Gamer ist noch dabei. Genau, wobei Bayern Gamer und der Santos werden jetzt noch über die Ziellinie fahren. Und dann ist auch für Jana das Rennen schon vorbei. Ganz genau. Ja, quasi jetzt. Also Santos ist jetzt drüber, jetzt fährt der Bayern Gamer drüber.
Und dann kommt auch der letzte jetzt im Bunde auf Platz 7. Der Daven drüber. Ja. Und dann war es das im Prinzip schon. Ja, war doch schon mal ein sehr spannendes Rennen heute. Ja, also das erste Rennen hat schon mal richtig Spaß gemacht. Also Julian, ich, ja, was soll ich sagen? Ich danke dir natürlich erstmal, dass du hier warst. Wünsche dir fürs zweite Rennen ja alles Gute, viel Glück. Aber auch wenn es doof klingt, ich hoffe, ich bin im zweiten Rennen nicht hier. deswegen. Dann auf der Strecke. Genau, denk an dein Setup. Also habe ich schon alles gemacht. Sehr gut. Guck ich gleich nur, dass ich die Apps normal hat. Und für den Fall der Fälle darfst du sonst gerne wieder herkommen. Ja, genau. Geht auch noch hier. Ja, und dann.